Menschen aus Oberösterreich. Erlebt und erzählt mit Claudia Voitsch. Angenehmen Nachmittag. In dieser Stunde lernen wir Menschen kennen, die dem Ruf ihres Herzens folgen und die Außergewöhnliches in ihrem Leben tun oder auch Gewöhnliches tun und das aber auf eine besondere Art und Weise. Heute nehmen wir zu einem Landsmann Kontakt auf, der gerade in Paris ist und dort die Museen auf der Suche nach Fotomotiven durchstreift. Stefan Daschaner, seine ungewöhnlichen Fotos sind mittlerweile auf der ganzen Welt ausgestellt. Sie lernen ihn in dieser Stunde kennen. Und das sind Alphaville, Big in Japan. Alle guten Dinge sind drei. Menschen aus Oberösterreich. Erlebt und erzählt. Stefan Daschaner, Fotokünstler, gebürtig in Linz, aufgewachsen in Gmunden. Mittlerweile sind seine Werke auf Ausstellungen auf der ganzen Welt zu sehen. Ist heute unser Mensch aus Oberösterreich, den ich Ihnen vorstellen möchte, mit außergewöhnlichen Fotos. People Matching Artworks heißt zum Beispiel eine Serie. Da fotografiert er Menschen in Museen, die eine Ähnlichkeit mit dem Kunstwerk haben, das sie sich gerade ansehen. Also das Ganze unbemerkt. Bei den erstaunlichen Fotos weiß man oft nicht, wo das Bild aufhört und wo der Mensch tatsächlich beginnt. Genau, das kann man schon sagen, oder wo sich so eine Geschichte auch aus dem Outfit ergibt. Also es kann sein, wenn da jetzt wer so what einfach auf seinem Shirt hinten am Rücken oben steht und irgendwer stirbt in dem Gemälde und ich habe so diesen Frame, ja, dann ist auch so eine Geschichte gleich wieder erzählt. Entweder es passt direkt farblich rein oder von der Struktur auch. Das können Haare und Statuen sein oder wie immer. Und es ist ja ganz erstaunlich, es gibt tatsächlich von Ihnen Fotos, da sehen die Menschen, die sich das Kunstwerk ansehen, beinahe so aus wie das Kunstwerk. Genau, es gibt schon unglaubliche Sachen. Vor allem ist es, ich kann mir erinnern, wie ich zum ersten Mal wen gesehen habe, der vor so einem riesen Teppich natürlich matcht. Das können nur die Haare sein oder ein Kopftuch oder wie auch immer. Es wird keine zeitgenössische Ausstellung geben, wo ich nicht mindestens ein, zwei Matches sehen würde, weil jetzt Mode und moderne Kunst sich zum Teil so in seinem Ursprung haben oder sich ähnlich sind. Aber selbst mit so alten Meistern oder wo so eine Verbindung über die Jahrhunderte ist, das ist mir am liebsten. Ja. Ihre Fotos müssen sich aber immer von alleine ergeben. Das heißt, Sie stellen nichts, Sie machen einfach spontan, drücken Sie auf den Auslöser. Selbst mit vier Leuten im Anhang würde mich niemand bemerken. Ich würde immer unsichtbar bleiben. Es kriegt niemand mit, dass ich den fotografiere. Von hinten habe ich, also nehme ich an, niemand sei nicht gerecht. Ich selber bin als Tourist verkleidet mit Audioguide, laufe da rum und ab und an muss man auch lassen, jetzt halt nichts. Aber ich bin ja mittlerweile schon recht gut. Ist nichts gestellt oder ist einfach, also ich würde sagen Street-Photography-Museum einfach. Ja. Und Sie machen auch Ihr Fahrrad berühmt. Ich bin in die Kunst geradelt. Es ist mir auch so ein soziales Anliegen oder ich bin kein Freund der Weltzerstörung. Das heißt, ich versuche da einfach für Rechte von Fahrradfahrern zu kämpfen, gegen die Übermotorisierung und wie immer. Also ich habe jetzt nichts gegen 100 Millionen Autos, aber bei 1,1 Milliarden und jede Sekunde wird ein Auto produziert, ein benzinfressendes. Also das ist mir schon so ein Herzensanliegen auch. Also das sind so meine zwei Herzensprojekte eigentlich. Also das Bicycle Culture und People Matching Artworks. Die Kamera ist noch nicht so lange die Begleiterin von Stefan Daschaner, wie er Leidenschaften lebt und warum er eben auch diese Fahrräder samt Autowracks fotografiert, das hören wir gleich nach Billy Ocean. Saragossa Band, schönen Nachmittag. Menschen aus Oberösterreich. Erlebt und erzählt. Ja, von Oberösterreich die Welt erobern, das ist zwar nicht sein Ziel gewesen, aber mit seinen Bildern, mit seinen Fotografien tut das Stefan Daschaner. Er ist Fotokünstler mit sehr außergewöhnlichen und ansprechenden Fotos. Er knipst zum Beispiel Menschen im Museum, die fast so aussehen wie das Bild, das sie sich gerade ansehen, oder die einen Pulli anhaben wie der Wandteppich, vor dem sie stehen. Und das aber ganz zufällig. Und er tut dies auch noch gar nicht so lange. Die Kamera ist noch nicht so lange die Begleiterin von Ihnen. Ich habe erst vor 4 Jahren zum Fotografieren angefangen.
Und dann geht halt, also wenn man eine Leidenschaft entwickelt, ja, dann muss das schon, also dann brenne ich halt auch dafür, ja. Also ich kenne dann keine Erschöpfung, oder ich fahre auch am Sonntag in der Nacht, wenn irgendwer sagt, hey, das ist ein super Autowrack oder irgendwas steht da rum halt, ja, also alles ja auch ohne Personenschäden oder Befindnis und Blechschaden, dann fradel ich da auch am Sonntag in der Nacht nach 20 Kilometer raus, ja. Bei egal welchem Wetter auch, ja. Mir ist das völlig egal. Also ich brenne schon für die Sachen. Und das, also die Fahrerei hat sich aber ergeben. Wien ist auch so eine historische Stadt, enge Straßen, schlechte Radwege. Also man hat in etwa am Radweg so viel Platz wie in Berlin für eine Spur, für Mit- aber Gegenverkehr. Das heißt, es ist eigentlich, man ist immer unter Druck und Stress. Und ich bin dann tatsächlich Argentinierstraße, wo so Seiteneinfahrten von Autos sind, zweimal mit Fahrerflucht in, sagen wir mal, binnen 6 Monaten angefahren worden, halt, wo die mich dann liegen lassen haben und einfach weitergefahren sind. Ja. So, man ist ein wirklich schwacher Verkehrsteilnehmer, und ich habe dann genau, aber eigentlich durch diese persönliche Erfahrung, dass ich zweimal mit Fahrerflucht angefahren worden bin, bei meinem Vorrang am Radweg. Ja. Das war schon prägend. Und über die Leidenschaft eines Menschen und was sich Stefan Draschan von der Zukunft wünscht, werden wir so in circa einer Viertelstunde plaudern. Culture Club, das war ein Abstecher in die 1980er Jahre. Menschen aus Oberösterreich. Erlebt und erzählt. Fotokünstler Stefan Draschan ist in Linz geboren, in Gmunden aufgewachsen, und jetzt gerade habe ich ihn in Paris erreicht. Seine Fotos bringen Menschen zum Staunen und auch hin und wieder zum Schmunzeln. Seine Wahrnehmung hat sich durch die Sicht auf die Dinge auch, glaube ich, etwas verändert, oder? Also ich bin halt auch, wie man so als Fotograf sagt, immer im Dienst. Also ich würde, auch während wir jetzt telefonieren, beobachte ich ganz genau, was draußen vom Fenster vonstatten geht, oder. Also meine Visualität ist, meine Augen sind trainiert, das macht mir jetzt Spaß. Ja. Es ist für mich nicht anstrengend, sondern eigentlich poetisch, eigentlich erfüllend, dass ich sehe einfach halt. Ja. Ich höre gerne, ich fühle gerne, ich rieche gerne, ich schmecke gerne. Also keine Ahnung, ich finde die Sinne von Menschen relativ praktisch. Ich freue mich über jegliche neue Idee, dann verwirft man wieder was, wie auch immer. Das ist bei mir relativ alles auch ohne Druck entstanden und aus Lust und Laune. Einfach auch, weil ich so ein spätberufener Fotograf bin, der früher gedacht hat, dass eigentlich eben das Hören oder Schreiben oder Lesen, dass das meine Stärken sind, aber eigentlich ist das Sehen das größte Talent. Ich will mich technisch weiterentwickeln, bessere Kameras, andere Objektive, wie immer, größere Prints noch. Ich habe jetzt gerade dieses People-Touching-Artwork, also aus dem einen ergibt sich immer das andere, also eigentlich schon wieder eine neue Reihe. Ich habe jetzt 2 Staubsauger in Kirchen gesehen. Ich habe Fotos von 200 kaputten Fernsehern auf Straßen. Also es ist immer was da. Mir wird überhaupt weder Fahrt noch sonst irgendwas. Ja. Was tun Sie abseits des Fotografierens? Gibt es irgendwelche Vorlieben oder Hobbys, die Sie haben, die Sie sagen, Sie sind wahnsinnig leidenschaftlich gern, Sie kochen gern oder so etwas? Kochen bin ich leider nicht gut. Ich kann relativ wenig. Aber ich habe zum Beispiel jetzt gerade erst vor so ein Foto gepostet, ein schönes mit Schatten. Also Schach spielen zum Beispiel, Riesenleidenschaft, weil ich war jetzt Theater. Ich muss leider sagen, weil diese Volksbühne Berlin halt so genial war unter Frank Hastorf. Und dieses unfassbare Ensemble. Ich stehe auf Literatur, ich stehe auf Natur, und das ändert sich bei mir aber auch immer wieder. Halt. Aber ich würde gerne mal wieder wandern, ich würde gerne mal wieder das oder auf einer Hütte sein, also ganz, ganz viel und Unterschiedlichkeit. Ja. Ich kann ein paar Sachen kochen, ich bin aber wieder auf Kaffee spezialisiert, also ich kenne dafür 100 Kaffeesorten und hätte hier sogar in Paris gerade 5, ja. 4 neapolitanische, 1 vietnamesische. Also es gibt immer wieder so verschiedene Leidenschaften, und das ist genauso wie in der Fotografie, ist ein Spiel. Vor 10 Jahren habe ich Rosinen nicht mögen, jetzt mag ich Rosinen. Keine Ahnung, ist ja, glaube ich, bei Ihnen auch, ist ja bei jedem so ähnlich, dass sich auch Hobbys ändern. Ich habe jetzt zum Joggen angefangen, jetzt habe ich es wieder aufgehört. Ich finde, man muss einfach immer wieder ausprobieren und Sachen auch wieder so eine neue Chance geben. Und ich finde, das macht auch Mut, etwas Neues auszuprobieren. Na, Stefan Draschans Werke sind im Internet zu finden. Wenn Sie eine Ausstellung persönlich besuchen wollen, ja, dann müssen Sie derzeit weit reisen. Zurzeit ist er in Turin zu sehen und im Dezember dann bei der Scope Art in Miami, also über dem großen Teich.